Hallo Leute, da sind wir wieder. Und zwar zur Abwechslung mal wollen wir euch Warhammer Vermintide vorstellen. Ich weiß nicht, wer es von euch schon gespielt hat. Wir haben es schon öfter mal gespielt. Man muss sich bloß jedes Mal, wenn man wieder von neuem anfängt, wieder einfinden. Ja, bei mir sind Martinator Moin. und die Bulldoze Retinette. Was? Was? Unverschämt. Nerv mich Ja. nicht. Also. Ist übrigens der zweite Teil, nicht der erste Teil. Ah, stimmt. Oh. Wir haben Den Teil. Vermintide 1 haben wir noch nicht angefasst. Ja, Real Talk, Leute, ist der zweite. Ja. Also, wir sind hier auch schon durch und ich habe jetzt auch schon den x-ten Charakter jetzt mal angepackt und ja, wie ihr seht, sie ist gerade auf Stufe 5. So, ich muss jetzt erstmal wieder. Wie war denn? Ich muss erstmal wieder ein Spiel raussuchen. Ich muss hier Ja, an die Karte rangehen. irgendein einfaches Anfangslevel Mach oder mal so. genau ein Anfangslevel und dann machen wir irgendwie das für ganz Suche hier. Ich mache aber mal auf Veteran. Warte mal. Ja, easy. Eigenes Schmutz ist das. Spiel, Richtig. Mission. Alles was nicht auf Nightmare ist, ist Schmutz. Abfall, ist Abfall. Ja, aber ich fühle das. Ja. Ich muss jetzt erstmal so. Ich habe ja nur auch ein paar DLC-Sachen hier, deswegen muss ich erstmal gucken, welche. Wieder der erste war hier. Der erste Krabbel, weiß ich wieder Weißt gar du, nicht mehr. ein Kumpel hat mal gesagt, als er sich verabschieden wollte, er muss noch ein DLC machen. Wow. Und er meinte damit seinen Daily Love Call. Wenn er DLC. dann erstmal sein Fräulein anruft. Na, nett. Und ich dachte so, hä? Was? DLC? Er haut jetzt ab, weil er noch ein Spiel spielen will. Oh. Ja. Also Leute, so ist das. Mögen Sie, Daily ja, alle Love da. Call. Ja. Wie lange ist das her, dass wir das hier gezockt haben? Schon ein halbes Jahr? Irgendwie so. Aber wie lange? Guck mal, wir haben das Spiel jetzt ja immer mal wieder, ne? So über die Jahre. Ja. Ja. Immer mal so ein paar Runden, so Mal wieder, 4, 5 ne? Runden und dann Immer ist wieder es so ein bisschen, ne? Ich bin selten, aber oft und dann viel. Oder auch so. Nein, also wer es nicht kennt, das ist immer so, ich nenne es jetzt mal rundenbasiert, ne? Also man. Ja, nee, rundenbasiert ist das nicht. Nee, es Naja, ist rundenbasiert. aber du rennst, ja, du rennst halt Was nur eine ist gewisse. so ein Spiel wie Left 4 Dead? Du kommst halt mit rum, Waffen. Komm halt Orden mit physisch zerstückelnden. Also man kann sich so einstellen, so eine Runde geht, so eine halbe Stunde bis Stunde. Oder? Also eine Ja, Sache es ist ein nett. ziemlich lineares Level-Design. Also, man folgt einem festen Pfad, würde ich mal sagen. Mit ein paar versteckten Ist Ecken fast. für Geheimnisse und dort Loot. So, da kommt hier einer an. Da kommt schon der Erste, genau. Oh, wow. Und da wurde auch schon fast geschmissen. Das war ich. Dachte, da kommen jetzt noch mehr. So, und dann Gehackstückel und Geschaschlicke. So, ich habe hier so die einzige Zauberin jetzt gerade. Die kann hier so Zeugs schießen. Feuerkugeln. Und das klang doch hier gerade. Oh. Wow, ich bin hier Lass gleich mich durch. Dran. Ja, komm nach Hause. Oh, warte, ich komm zu euch. Konnte man eigentlich hier schießen? Wo ist er denn? Oh. Ah, jetzt habe ich mich überladen. Ah, das habe ich jetzt hingekriegt. Okay. Ja, aber die haben mich auch. Ja, ich muss erst mal wieder reinkommen. Sie ist hier nämlich so ein bisschen eigen im Spiel. Ich kann ein bisschen verwirrt werden, weil man kaum noch was sieht irgendwas. Ja. Und hier gibt es auch nicht so viele Heilungsbubbles, ne? Also die liegen mal ab und zu rum, diese Irgendwas Flaschen. Magier oder so. Ich muss auch erst echt wieder mich reinfinden. Ey, Also. das ist total krass irgendwie. Also, sie haben auch jetzt irgendwie was verändert, weil sonst hatte man ja wenigstens immer noch eine Heilbubble oder sowas gefunden gleich, oder hatte immer eine. Irgendwo ist er. Zauberer. Ja, wo ist er? Da ist er. Da ist er auch durch. Und da ist er durch, ja.
Ja, man hatte irgendwie eine Heilung. Also wir spielen ja auf. Nur auf die zwei, auf der zweiten Stufe, ne? Wird ja, da gab es ja. Da gab es ja 5 Stück und das ist jetzt irgendwie. Die, es ist nicht alles unbekannt. Da war ein Trank, genau. Der ist eigentlich der andere, irgendein. Der läuft da hinten rum. Wir sind so ein eingestiegener, so ein extra Spieler. Nee, ich glaube, die haben dir dafür gesorgt, dass immer 4 da drinnen sind. Also, dass das andere so. Ja, das ist ein KI-Kollege. Genau. Das ist ein KI-Kollege? Der Markus. Weißt du? Markus. Ich glaube, ich hoffe, er hat auch Spieler da. Hans Gruber. Bei meinem Charakter ist es jetzt so, dass immer, wenn ich meine Zauber verwende, dass ich da so einen Ladebalken kriege und wenn der voll ist, dann fange ich an zu fackeln und werde überwältigt und... Ja, bist du einfach so heiß, wenn ich hier bin. Ich finde die hier auch gar nicht so leicht zu spielen, wenn man es noch nicht so viel Erfahrung hat. Weil diese hier so ein bisschen anders ist. Hat mal einen dicken Star. Der Elf, der war auch ziemlich cool. Der hat so richtig schön schnell alles gemacht. Don't. Geht dort. Ich höre Pfeile schießen. Ich höre die Gasrate. Dash. Aber sowas von. Was passt hier? Ich will mal kurz in den Nischen gucken, vielleicht finde ich jetzt endlich mal eine Heilung, damit ich hier... Ja, dann da hinten. Da hinten hier unten war doch noch so ein... Ja, hier hinten in der Nische, ne? Ich wollte hier bloß erstmal... noch... Ist eine Bombe. Habe sie genommen. Du hast die Bombe genommen. Hier ist eine Selbstheilung. Wunderbar. Beziehungsweise eine für andere, aber ich heile mich jetzt einfach ganz egoistisch. Ja, du hast es, glaube ich, nötig. Aber ich habe hier bloß so eine passiven Ladebalken hier gekriegt, jetzt nicht einen richtigen. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich deine dein Skills. Oh. Das, du heilst über Zeit, dafür heilen richtige Items dich nur zeitweise. Ja. An das kann ich mich erinnern. Ja, irgendwie sowas gab's, das stimmt. Munition? Und hier lag ja auch mal so ein Grimoire, ne? So ein Buch irgendwo. Manchmal auf dem Wagen hinten, ne? Ich hab noch eine Heilung übrigens gefunden. Hoch auf dem gelben Wagen. Die hab ich jetzt gerade eingepackt. Naja, cool. Hier oben, habt ihr die jetzt nicht geguckt? Warum? Habt ihr sie echt übersehen? Die Heilung liegt jetzt hier drin, da könnt ihr mal reingreifen? Ja, ich komm. Da oben ist auch. Kommen welche? Ach, da oben. Ach, das habe ich ja Heilung jetzt reingepackt. Dieses Buch habe ich hier. Da kommen sie. Wo sind sie? Ich komme auch hier über die große Mauer. Ja. Ich will doch einfach kämpfen, meine Güte. Der hat die Buch nicht wieder gekämpft. War ja ein geiler Schuss gerade. Gut, ich glaube, die sind tot. Ich glaube auch. Würde ich fast behaupten. Nicht schon alle abgecheckt? Ein Zauberer, ich dachte. Haven, oder? Nee. Ja, doch, irgendwann ist hier noch. Ich gehe jetzt hier runter. Ja, der kommt schon nach. Uso. Ist er? Heiltrank? Und Munition. Braucht einer Munition von euch? Nö. Ich hab Magie. Ich hexe mein Zeug auch zusammen. Ja, da, du brauchst ja nicht mit deinem. Ja, das sind mit dem. Ah, okay, so war das aus. Hier sind auch wieder eine Heilung für andere. Ein Heilungskit. Ich tausche mal aus. Ich hab das vor den Folianten. Ich hab's ausgetauscht, dass ich irgendjemanden heilen kann. Dann nimm es, pack's ein, Stefan. Ja, ich hab aber auch, ich hab da schon eine. Ja, dann ist. Ich kann höchstens eine nehmen, warte, dann ich sauf mal. Ja. Ach, wäre das jetzt nicht? Achso, ich muss ja. Siehst du, du heißt Lisa auch noch gleich mit, wenn sie in der Nähe ist. Stimmt. Ja, gönnt euch. Trinkt, meine Freunde. Immer in der Nähe bleiben dann.
Köpfe rollen. Was? Irgend so ein... Na, nun hier, stopp. Ist irgend so ein Krank der Geschwindigkeit. Ich nehme ihn mal. Ach, Scheiße. Ja, mein Viech benutzt das gar nicht. So, ich drücke mal hier, wa? Du drückst und kommst dazu. Guter Plan. Ich hab dir mal ein Fass hingelegt. Auf meiner Seite brennen sie, oder? Komm mal auf die andere Seite. Ah, da kommt was. Hier ist nichts los. Ich hab ne Hook Rap gehört irgendwo. Ja, ich höre auch irgendwas klappern. Oh, hier war auch ein Mann. Oh, hier ist ein Kreis. Hier ist ein Kreis. Oh ja, scheiße. Oh, mal kurz Munition. Steht der da so? Hier ist eine Assassin. Eine Red Assassin? Oh, mir. Ja, jetzt kommen wir wieder von der anderen Seite. Oh, irgendwas zieht mir. Glitscht mich hier ab. Die Tür ist auf, ne? Also wir können... Ah. Oh, hier hinter. Oh, da war der. Oh. Der Magier. So. Rind. Look, Ammunition. Da sind alle drin. Alle drin. Jetzt kommt gerade eine Horde an und wir verziehen uns gerade. Ja, ja, so muss das sein. Anlocken und dann müssen hier durch die kleinen Luken noch ein paar Bomben rein. Das ist bestimmt jetzt so ein richtig großer, den wir gerade verpassen. Das wär's. Das war beim ersten Mal, als wir so gespielt haben, da kam so eine mutierte Überratte. Ja, da waren wir auch nicht drauf vorbereitet. Hier ist so eine verwüstete Kunst. Im Regal. Da kommt Zeugs. Ja, das brennt so schön. Deine fest für die Augen. Was so schön hat gebrannt in meine Augen. Da hast du in zu lange die Zwiebel geguckt. Oder die Haare mit scheiß Shampoo gewaschen. Oder einfach nicht genug geblinzelt. Das ist auch sehr nett, ja. Hook Red. Ich kann auch gar nichts, ne? Da kommt sie. Oh ja. Oh, sie hat mich. Ich hab sie doch eigentlich gerade... Alter! Sie wollte es echt wissen. Hier ist irgendwann... Ist das neu, das Zeug? Giftgas? Ja? So? Kann sein. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, es kommt mir... Nee, wobei es gab... Nee, aber es war immer noch ein bisschen anders. Nicht so, glaube ich. Vielleicht haben sie ein bisschen was gebalanced und geändert. Keine Ahnung. Ja, gut möglich. Ist auch schön. Du, auf jeden Fall. Wir haben das Spiel ja schließlich gerne gespielt. Ne? Sag einfach, ich find's einfach mega, dass man so aus Ego-Perspektive alles abschlachten kann, was man so findet. Blut, Mord und Totschlag. Schön ist halt auch noch, dass sie es immer noch sofort, ne? Also hier ist noch so ein Heilfass. Ja, ja. Ich bin gesund gerade. Ich auch. Ich habe eine genommen und habe aber eine wieder aufgenommen. Also hier, genau, hier ist der Heiltank, ja. Genau, ihr kann ja, also, genau. Ich hab noch, also, schick. Na dann, hoch mit uns hier. Mal rauf, rauf. Hier ist jetzt auch mal so ein Stärketrank für mich. Oder so. Glocke bedeutet immer, Alarm. Dass Alarm ist, dass hier Anfangs kommt. In der Ecke verziehen.
die kommen von oben. Oder die kommen auch aus der Ecke, also. Immer schön die Ecke. Die Ecke ist gut. Ja, aber die kommen auch von hinten. Irgendwie die Wand wird geknackt. Hinter uns. Assassin. Da, da, sie kommt. Sie ist tot. Heile mehr. Kannst du deine Heilung nach hinten holen? Bevor du da halb stirbst, holst du dir, heilst dich einmal und holst nochmal. Nee, keine Pfeile meine ich. Achso, Pfeile. Ja. Hier sind welche, siehst du. Wie ich es vorher mitgekriegt habe, es gibt hier so spezielle Bücher, Folianten und Grimoire und die geben nachher, die entscheiden nachher, welche Sorte von Loot oder wie gut der Loot ist. Und sie nehmen leider Gottes den Tränkeplatz ein. Man hat immer nur einen Platz für einen Trank, man hat einen Platz für einen Stärke- oder was auch immer Verbesserungstrank und einen Bombenplatz. Ja, und Folianten und Grimoire nehmen diese Plätze ein. Das heißt, man, wenn man einen findet, macht man sich das Spiel ein bisschen schwerer, aber lohnt sich meistens auch. Hier sind übrigens Pfeile, das sind solche Kisten, die sind endlos, die haben endlos Munition. Also wenn man so einen Bogen hat, immer an diese Kisten ran. Ja. Und ansonsten, Loot gibt es immer erst am Ende. Das hat mich am Anfang ein bisschen frustriert, weil es am Anfang auch echt, wenn man nicht weiß, was man tut, ist das echt frustrierend, das Spiel am Anfang, weil man keinen Loot sieht. Man schafft kaum die Runden und hier, das ist so ein Special-Trank, hier ist ein Stärketrank. Genau, hier ist eine Bombe und hier, das sind diese Bombenfässer. Wo ist er? Hinter uns war er. Also so eine Gas-Red gab es schon immer, aber dieser Gaseffekt war ein bisschen anders. Ja, meine ich auch. Und jetzt wird hier laut und die Musik geht los, also. Ich sehe auf der einen Seite Alarm. Oh, Grid. Und sie ist tot. Hans hat sie erwischt. Wer hat sie erwischt? Hans Gruber. So. Internationaler Terrorist. Steht Pott dran. Pott hat sie erwischt. Der ehemalige Top-Terrorist, der sich jetzt als Zwerg in diesem Spiel versteckt. Hans Gruber war einer der besten Filme, die es gibt. Ja, von John McClane. Also. Hans Gruber ist der langsam stirbt. Aber das Ziel ist ja, dass wir John McClane ja ausfindig machen. Ja, mit Hans ihn rächen kann. Also John McClane ist der eigentliche Terrorist. Also, der macht den ganzen Film einfach mies, Mann. Ich meine, dieser arme Hans Gruber. Ja. Ein self-made man aus Deutschland. Ja. Einfach John McClane. Von so einem typischen Ami einfach. Erst schießen und dann fragen, wenn abgeschlappt. Wow. Oh, was war das denn? Ist das fast explodiert. Das hatte ich ja eigentlich noch gelagert. Achso, da hast du ja Lager gehabt. Naja, ich hab's hier hingeschmissen, weil ich das nur schleppen wollte. Hook. Oh, hier Hook. Dieses Geklapper bedeutet Hook, Red. Captain Hook. Ja, fast. Na komm, raus hier. Alter, hab den nicht getroffen gerade. Konzentrationstrank, genau. Und ich glaube... Hier hinten ist noch ein Foliant drunter, guck mal. Einer muss hier mal hin. Dieses Spiel ehrt Hans. Ich bin hier oben, in der Ecke. Du bist doch die Feuertante, ja. Hier unten, ich glaube, das ist noch ein Foliant gewesen. So, dann habe ich meine Heilung für andere da aufgegeben. Dann muss Stefan die Heilung für andere mitnehmen. Falls er Bock hat. Ich habe ja eine Heilung. Ja, aber so, damit kannst du doch die anderen heilen. Ja. Eventuell, ja. Bei Bedarf. Außerdem könntest du dich auch selbst heilen, guck mal, wie angeschlagen du gerade bist. Ich höre gerade schon die Assassin. Ja, ja, genau, wenn sie so macht, das ist die Red Sassin. Hold on, Mayflies! I'm going to die! So. Ja, in diesem Spiel muss man echt ein bisschen haushalten. Und da kommt sie! Oh.
Hier oben bleiben. Und es geht nicht zimperlich zu im Spiel, ne? Also hier fliegen die Köpfe und Teile. Also ja. Köpfe, Körperteile. Viel Rattenblut, ja. Na, Skaven heißen die hier, glaube ich. Ne? Ja, die Skaven sind die Menschen, also die Menschenfraktion. Die Ratten heißen die Ratten. Ja Ratlings oder irgendwelche Rats. Skaven sind diese Menschenartigen, die ganz. Ich bin unten. Ich gehe auch runter. Ich bin da. Kurz mal die Nische, nö. Nix da. Irgendein Dude höre ich. Ja, hier oben auf der Mauer waren wieder welche. Die standen da rum. Da hinten. Ich glaube, es war auch jetzt auch das erste Level, das allererste. War das erste nicht auf dem Feld oder so? Nee, das kam, glaube ich, in den nächsten folgenden. Also als nächstes kommt, glaube ich, diese eine Welt, die Waldmap. Und dann kommen wir mit am Ende, wo du in der Kirche drin bist und dann dort da war doch schon so ein Feld mit der Scheune hier. Und so. Nee, das hier ist das nicht mit der Kirche. Oh, ist bloß. Nee, doch. Doch, hier war das mit der Kirche, stimmt. Aber in der Waldlinks war auch noch was. Ich hätte schwören können, also so ein Feld mit der Scheune, das war das einfach. Das war nachher, glaube ich, die dritte Map oder sowas. Also die war ein bisschen später, nicht die erste. Okay. Hier war noch sowas. Auf der anderen Seite, einer. Assassin? Red Assassin, ja. Ich drück mal einmal. Ach, die Kanone bitte ich auch noch mal. Ich dachte, bevor wir hier lange rumspielen, ja, dann kann man schon mal. Da habe ich hier so eine Redlink angehört. Ja, ich weiß, die haben wir gerade fertig gemacht hier oben. Träumchen. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schluck trinken hier. Oh, dann durch hier. This is the door. Hier ist noch eine so eine Heilung. Ja, Mann, ich kann sie nicht tragen. Ist gar nicht nötig. Is that the temple? Alter. Ah, durch den hier komme ich wieder nicht durch hier. Ja, musst du geduldig sein. Ich brauche eine bessere Waffe. Hab aber mit Level 5 noch nicht so viel Auswahl. Hier ist noch eine Heilung. Hier kommt ab und zu mal so ein Miniboss. Ja. Entweder so eine montierte Ratte, hier nicht wieder was zum Aufsammeln vor. So ein Fernglas-Dingens, Rolle. So eine Kunst. Keine Ahnung, ob man das Kunst nannte. Jo. Da ist er doch. Ich höre ihn noch. Über uns ist auf diesen Dings hier wieder diese Box, ne? Zum Nachladen. Auf diesen. Da kommt er. Wow. Hinter mir, viel. Ich glaube, er ist durch. Nee, das war nicht durch. Da hat dir irgendwer was. Oh. Nehmt eure Special Stärke Konzentrationstränke, das geht alles ein bisschen handiger. Ihr seht gerade, ich laufe schneller, Leute. Ja. Super, ja. Da hat er mich ein bisschen. Würfel. Genau, sie droppen immer durchgehen und gucken, die droppen immer einen Würfel, damit kriegt man auch mehr Loot am Ende. So, hinten lag eine Heilung, ne? Ja, das würde ich einem von euch empfehlen. Also. Stefan kann sich immer heilen gehen und ich stehe daneben. Ja. Wo ist denn hier Heilung? Hier hinten. Wenn du dich heilst, reicht es. Pass auf, dass du dich erstmal heilst, genau. Dass du es nicht den anderen erwischt. Ja, ja, ich Nee, du musst in der Nähe von Lisa bleiben, ja.
Jetzt habe ich nichts. Ja, doch, hast du. Du hast ein bisschen was abgekriegt. Hast du? Okay. So. Ich ja auch. Also, ich war dabei. Okay, okay, too much magic. If you're weak, na gut, dann macht euch hier mal. Ein bisschen fresh. Fresh? Fresh, so clean. Aber es lag doch noch eine Heilung. Come on, up here. Oder ganz hinten? In dem ja, Raum? Ja, die waren hinten ganz oben, aber oh mein Gott. Ja, weil jetzt ist ja keiner mit Heilung mehr unterwegs, außer unser Special hier. Wir haben ja beide ein Buch. Ja, also. Die Ratte ist erstmal hier reingeslidet, sagte. Oh Gott, von hinten, glaube ich. Ja, irgendwas ist hier auf jeden Fall. Ich höre schon mich. Da. Da war sie. Ah, Absep, wunderbar. Ja, gegenüber nicht was, aber da waren wir ja schon. So. Ich hab mich jetzt. So, wieder zwei, drei Ratten töten. Die Ratten sagen, sie interessieren sich. Da ist noch eine Heilung drin. Unten. Was heißt unten? Wo? Hier hinten am Ende. Hier ist auch noch wieder so eine Nachladebox. Ach so. Ja, stimmt. Bei mir hier. Nachladeboxen mag ich immer gerne. Ich hab das Gefühl, sich nachzuladen. Ja. Wo ist die Nachladebox? Bei mir hier hinten. Ihr seid genau in die andere Richtung gelaufen. Wer ist jetzt wer? Ja, sie ist hier die Feuertante. Ich hüpfe hier. Ah, okay. Ja, ist ein bisschen verwirrend, genau. Da kannst du die Heilung mitnehmen und einmal nachladen. Oh, Glöckchen kling. Oh, komm bestimmt hier rüber. Die kommt wieder aus allen Ecken. Was ist die Frage? Da. Ach, von da hinten, okay. Ja, von hier auch, okay. Ich hab das ja. Das mit diesem Kreis, was du gesagt hast, diesen Feuerkreis, das ist auch cool. Was heißt das? Ich schlag hier einfach mal drin rein in die Horde. Boah, geht los. Gas. Da ist die Welle schon wieder rum. So, ich darf mal nochmal nachladen? Oder auch nicht? Ah, ich bin jetzt schon drüben. Ja. Na dann. Pity we couldn't have done this the easy way. Ich hab's da hinten noch so hinterm Busch einen Eingang. Ne? Ja. Jo. Ach ja, die, bei den Grimoiren, wenn man davon einen findet, dann halbiert sich auch noch die Lebensleiste oder wird jedenfalls kleiner. Hier ist noch eine Heilung. Die liegt hier vorne rum. Ja. Gut. Und dann können wir hier hinten irgendwo. Wo war denn die Nische? Hier. Eine Nische. Eine Nische. Und sie nannten es eine Nische. Was gab's hier? Ah ja, ein Folianten gab's hier. Das muss Stefan jetzt nehmen. Ja. Und das haben wir drei Folianten. Tut sie in die Suppe. Die Folianten? Ja. Köstliche, goldene, bröselnde Folianten. Und Stücke gebackene. Nicht mal so eine, wie du könnte dazu Nein sagen. Oh ja, das ist immer ein Hinweis, wenn man alles findet, ganz viele Heilung für jeden eine und Dann geht's mal zur Sache. Dann ist ja Ende in Sicht. Da aber kommt eine Rattling. Ja, ne, was war das denn jetzt gerade? Ja. Das war die Gatling. Dann lass uns mal kurz diese Welle hier nochmal kurz überstehen, dann kann Stefan nochmal heilen. Hier ist er, die Red Assassin. Wolltest du sie gerade angehen? Ein großer. Dicker. Ja, ehrlich.
mal die Buttermesser rausholen. So, Stefan, jetzt geh mal hier hin und heil dich mal. Ich stehe bereit. Wieder! Ekelhaft. Ist ja furchtbar. Tja, oder? Hey, ist wieder voll. Kannst du deine Folianten einpacken? Und jetzt sind wir alle voll Power. Voll die Seuche. Bomben lang keine rum, okay. Splatt. Dann jetzt geht los, jetzt geht die Action los. Ja, ich schwöre. Wollen wir mal Zielwasser trinken hier? Das kommen alle? Alle unterwegs hier? Oder? Apfelschorle, ich bin schon rein. Ich bin... Weil wir müssen uns dann... Hier wieder oben, ne? Sobald wir da näher treten, geht's ja los mit der Action. Ich glaube, wir mussten aber auch erstmal alle in diese Richtung, in diese Glocke, ne? Oder musste einer noch klingeln? Einer muss die Glocke läuten. Dann positioniert euch. Machen Stefan und ich wieder hinten, oder wie ist das? Ja, von mir aus. Oder können wir halt ja. Nur ein bisschen, immer ein bisschen rumgucken. Ja, also ich klingel jetzt. Ja. Klingel. Klopf mal. Na, so, Hans, auf dich. Ja, Hans Gruber. Halt durch. Achso, jetzt sehe ich gerade. Du bist ja der Zwerg, Martin. Ich bin der Zwerg, ja. Ja, ich habe mich. Guck ein bisschen nach unten, da siehst du mich auch. Ja, warte. Ich Martin ist doch immer der Zwerg. Ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Ich gucke mal nach oben. Ach, oder? Er fängt an zu leuchten. Ich habe auch mal die Menschen gespielt. Aber Tor geht los hier. Ja, der aber. Der Zwerg gefällt mir einfach viel besser. Ja, du bist der Zwergentyp. Für Ordnung. Also, obwohl der Mensch auch nicht schlecht ist, der Ritter. Die haben alle Vor- und Nachteile. Der Elf, der kann super schnell zuschlagen, hat, der macht aber meistens nicht unbedingt viel Schaden. Der hat auch nicht so die große Reichweite. Die hier hat zwar super starke Angriffe, aber ja, die Energie ist halt auch so schnell weg, ne? Wenn man hier so die Zauber anwendet. Ich komme wieder zurück hier. Gasratte. Boah, ja, ich bin hier genauso drin. Zurück mit mir. Wo ist die Alte? Ich glaub schon tot, ne? Jupp. Da tauchen wir. Oh, hit on, ja. Der hat gerade auf mich eingefuchtet, bin halt tot hier. Ich hab das gerade gesehen und wie das der so. Und das finde ich toll. Da hast du dich wieder geheilt, wa? Ja. Der Bot hat sich geheilt. Der ist toll. Wo ist er? Ich sehe noch einen Gas. Ich höre noch einen Gas, Hanni. Kannst du das Torwart auf? Hook Ratchet. Hit down. Aber meine Tür. Ich einmal nur mal umgedreht, ne? Ach, die grünen Fuchtler hier. Weirdstone Apparatus. Was ist denn hier? Ich krieg hier so viel Schaden auf einmal. Auch. Oh, ja,
Was ist denn? Oh, wie viel Gas ist denn hier? Jetzt ist auf. Die alte Röckel da oben. Ja, aber ganz so, und jetzt geht's aufs Ende zu hier. Zack, reinfallen. Einfach von oben Rinder. Die kennt keinen Schaden. Und rein da. Ne, Olga. Man könnte doch noch länger da rumdudeln und gucken, ob man auch was findet, was Geiles. Ich glaube, vielleicht ist da auch noch irgendwo was. Ja, wir kennen jetzt nicht alle Foliantenplätze. Also wir haben jetzt die drei, aber es gibt ja auch immer noch die Grimoire. Und davon gibt es, glaube ich, auch in jeder Map welche. Ja, ach, da haben wir jetzt noch nie so mitgefasst, wo die alle sind. Nee, also wir spielen das hier auch immer eher just for fun, aber es ist schon mal ganz nett. Hier hatten wir jetzt keinen richtigen Boss, aber in manchen Maps gibt es auch Boss. Ich glaube, das ist immer so zum Ende hin der verschiedenen. Ja, wir hatten ja diesen Gift-Troll da, aber. Ja, aber es gibt ja auch noch richtige Bosse, ne? Weißt du, diesen einen Riesenzauber, den wir mal zum Beispiel besiegt haben, der immer in der Map. Oh ja, stimmt, diese wirklich, ne? Wirklichen Bosse. Ja, ja, sowas gibt's ja auch noch. So, mal wieder hat Bulldozer alles abgeräumt mit seinem Slash Dash und The Mesh und. Das weiß ich noch nicht, das kann ich nicht sehen. Ja. Naja, ja, er hat mehr als doppelt so viel getötet wie ich. Ja, bei mir auch. Ja, klar. Aber wer schneller ist, ist halt schneller, ne? Wer schneller ist halt schneller, ja. Naja. Das sind weise Worte. Na, weise gut. Gewählt. Das ist die Weisheit des Tages heute. Ja, zurück zur Feste. Schauen wir doch mal. Schneller ist immer besser. So, und jetzt wollt ihr ja wissen, was wir in unserem oder was wir bekommen haben. Und hier finden wir unsere Kisten. Die guten alten Loot-Chests kennt man ja. Geht richtig ab hier und es ist weiß und Snap-Grün, aber ist trotzdem nicht besser als aber mit Level 5 kann man noch nicht viel erwarten. Grün, weiß und grün. So. Warum habe ich denn so eine schlechte Waffe ausgerüstet gehabt? Ja, also das hier sind die Schmuckstücke, die kann man anlegen. Das ist halt der Zauberstab und noch ein eine Halskette als Schmuckstück. So. Klassisch Inventar wie mit E. Und hier könnt ihr eure Waffen dann austauschen. So. Aber. Also man kann ja auch unterschiedliche Waffenarten anlegen. Das hier sind so eine Blueprints. Diese sind standardmäßig immer da und ich meine, da kann man auch immer welche Waffen herstellen mit. So, und das sind die, die ich gerade in der Tasche habe an Waffen. So, aber das ist jetzt nicht so. Meine Secondary. Ja gut. Der Bogen. Ist jetzt alles nicht so ein großer Unterschied. Das macht jetzt nichts aus. Ja, ansonsten kann man. Hier hat man Talente. Ab einem bestimmten Level schaltet man immer neue Talente frei. Also immer so ein Dreier-Set sozusagen. Und man kann sich dann dort insgesamt zwei Stück auswählen. So. Ansonsten kann man hier Sachen herstellen. Ne? Also man kann Gegenstände einschmelzen. So, ich sag mal, nehmen wir mal diesen ganzen. Kram. Anscheinend sind es immer 9 Stück. Mal hier den weißen Kram. Ich lass mal dabei. Ich Zeug stecke irgendwann anderes drauf. So, dann kann man es einschmelzen. Und das sind die Ressourcen, die man rausgekriegt hat. Und dann kann man hier über diese ganzen anderen Menüs, also hier Sachen herstellen. Wie ihr seht, hier sind die Blueprints, was ich vorhin gesagt habe. Dann braucht man bestimmte Sachen dafür. Kann ich das jetzt nicht? Achso, ja, gut. Dann könnte man dann hier drücken unten und dann herstellen. Und hier kann man so bestimmte Attribute neu auswählen für einen Gegenstand, der fertig ist und so weiter und so fort. Also es ist ganz nett. So, dann hat man hier dieses Buch. Man macht ja hin und wieder mal irgendwelche Errungenschaften und schafft irgendwas und dann kriegt man hier hin und wieder mal irgendwelche Kleinigkeiten. Also zusätzliche kleine Kisten. So, wenn man das voll hat. Ansonsten dieses Schloss, das ist so die Base. Hier kann man sich auch ausprobieren, Waffen testen. Hier hinten hat man so eine Testumgebung sozusagen, so eine Dummies. Da kann man mal
hier sind jetzt einfache Dudes, die man schlagen kann. Da oben sind aber auch gepanzerte. Da sieht man, guckt ihr an. Oder guckt euch an. Ich krieg gerade mal ein bisschen Schaden durch, wenn ich den Kopf treffe und kritte. Also gegen gepanzerte bin ich noch nicht brauchbar mit dieser Waffe. Ja, ansonsten Munition nachladen. Hier könnt ihr auch die verschiedenen Tränke nochmal austesten. So. Und hier gibt es auch viele Stände. Ich meine, herstellen kann man auch so, aber ihr seht, man kann hier auch noch ein bisschen was rumverwerkeln. Das hat man aber, wie gesagt, unter I auch alles. Ist jetzt nichts Neues. Nur auch dieses Herstellen-Menü. Ist nett, dass man es hat, aber wie gesagt, wenn, es gibt ja auch die Kurzwahltasten und dann könnt ihr es auch in der Tasche machen. Gibt überall auch was zu entdecken hier in diesem Gebiet, aber es macht jetzt, ist jetzt nichts Spielentscheidendes. Was sagt ihr? Was kann man sonst noch über das Spiel sagen? Nichts. Es ist zu spielen. Kauft es euch. Kauft es euch mit unserem nicht vorhandenen Creator Code. Do you not think you should work to control your... Ja. Eins in den Chat und GG. Sowieso immer. Schnelle Spiele, die geben noch mehr Loot, wenn man sie macht. Die sind aber, da droppen dann auch mal random Leute bei euch rein. Das fand ich immer ein bisschen uncool. Mhm. Ansonsten... Also ich mag's, wenn's so richtig hektisch wird. So, ja. So, du Massen an Gegner um dich rum hast und du nur noch Blut siehst und nur Angriff drückst und... Es kann am Anfang sehr herausfordernd sein, ne? Gerade wenn man anfängt. Ne, wir sind häufig quasi gestorben. Ne? Ohne und irgendwie den Loot am Ende zu kriegen. Genau, ne? So, da darf man auch nicht verzweifeln, sondern dann weitermachen. Ja, aber unsere allerersten Schritte, die waren ja auch mit einem anderen Dude noch dazu, der aber Schwierigkeitsgrad höher gestellt hat. Oh ja, wegen mehr besseren Loot. Oh, das war mir ein bisschen anstrengend. Ja, da sind wir dann auch ein bisschen dran verzweifelt, mehr oder weniger. Es hat schnell manche mehr, manche weniger. Also die Spiellaune ist da schnell runtergegangen, wenn du 5-6 Mal so eine Runde gespielt hast und am Ende irgendwie mit fast nichts nach Hause gegangen bist. Naja, wenn man sowas verkraften kann, wenn man der Mensch dafür ist, dann geht das eigentlich. Ja. Also wenn man aber ein Ergebnis erwartet, dann spielt einfach erstmal auf dem lowesten Level. So wie es eigentlich auch gedacht ist, glaube ich, dass du erstmal unten anfängst und dich hocharbeitest. Und die Maps immer schwieriger machst, je nachdem, wie du es brauchst. Wie ihr seht, also wir haben jetzt noch nicht alles gefunden, nicht alle Grimoire, aber ihr seht hier, wenn ich jetzt hier über die ganzen Maps, das sind hier die einzelnen Maps, hovere und hier gibt es noch mehr unter den Bereichen, aber wie gesagt, ein paar sind hier auch DLC-Thema. Naja, aber wenn ich hovere, seht ihr, da stehen 2 Grimoire anscheinend pro Welt und immer 3 Folianten, 30 verwüstete Kunst. Naja. Und ich würde sagen, wir spielen nochmal eine Runde, könnt ihr nochmal gucken. Vielleicht nochmal so ein bisschen was mitnehmen für euch, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und ich lasse euch nochmal teilhaben. So, dann, ich starte mal eine Mission. Schwierigkeit. Wollen wir auf Veteran bleiben oder Champion? Eine Stufe höher. Lass mal so. Das war jetzt ganz angenehm. Müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Ja. So, dann habe ich die Map jetzt geöffnet. Oben können dann alle zustimmen und dann rennt man eigentlich. Oder auch ohne zustimmen kann man hier auch einfach reinlaufen. Dann stimmt man automatisch zu. Ja, Moment, ich bin gleich dabei. Ich muss kurz mal was ausrüsten. Mach das mal. Ein besseres Hämmerchen. Ein besseres Hämmerchen. It's Hammer Time. Da 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 da. Peanut Butter Hammer Time. Nein. Was hat die Peanut Butter da zu suchen? Ich weiß es nicht. It's Hammer Time. Schmutz. Hey, there's something extraordinarily wicked in the world, so get down there and put a stop to it. Ich hatte so eine blöde Button-App vor Ewigkeiten und da war dieses Lied drin. Peanut Butter Jelly Time. Peanut, Peanut, Peanut Butter Jelly. Peanut Butter Jelly. Aber was hat das mit Hammer Time zu tun? Ich weiß es nicht.
Das ist jetzt einfach so in meinem Kopf geschossen. Weil es dieselben Tonrhythmus hat irgendwie? Ja, ich weiß auch nicht. Ihr wisst doch, manchmal bin ich komisch. Ja. Hinnehmen. So, und rechts ist immer gut. Rechts rum ist immer gut, meine ich. Ach, ich nehme irgendwo ein anderes rum. So. Rechts ist da, wo der Daumen links ist, vermutlich. Es sei denn, du bist fehlgeboren oder so. Fehlgestaltet. Ich bin schon optimal gestaltet, passt schon. Oder anders gestaltet. Also, wer weiß schon, ob das, so wie wir gestaltet sind, die richtige Art ist. Oh. Bei manchen bezweifle ich das. Nein, also. Vielleicht sind wir alle einfach falsch und eigentlich sollten wir ganz anders aussehen. Vielleicht haben unsere Schöpfer sich das eigentlich anders vorgestellt. Kann man eine Tür aufmachen? Yep, yes. Oh, grab whatever ammunition you need! Mission! Na, gleich klingelt das doch, ich höre das doch schon gefühlt in meinem Kopf. Der schreit durch die Wand. Brr, brr. Zingo, Ziggy, Assassin. Zwei gleich. Wow, ich bin hier am Limit. Ich muss noch mal Munition nachfüllen. Da wollte sie gerade abfackeln hier. Hier steht Heilung rum, aber ich würde sagen, wir gucken hier erstmal noch die ganzen Ecken ab. Wir müssen ja die Folianten entdecken. Ich nehme schon mal die Heilung für andere mit. Das ist gut. Ich habe die Heilung. In der Bibo möchte man natürlich erwarten, dass hier vor die Hand rumgeht. Nee, das ist Schmutz. Auf jeden Fall, ja. Und alles E-Books. Ja. Eine E-Book-Bibliothek, also. Ja, E-Books, genau. Das wäre eigentlich so der ultimative Witz. Eine E-Book-Bibo. Fliegen überall nur USB-Sticks rum. Ja. So ein dickes Buch und da drin sind dann nur E-Books. Okay, USB-Sticks. Jetzt klingelt's hier. Jetzt geht hier Musik los. Hopp. Ich komme. Oh, du kommst schon, lass mich durch. Ich hab mich aber auch ohne Tisch rumgefühlt. Alter. Was ist das denn? Warte, sind da noch was? Ist irgendwo ein Assassin. Ja, ich. Da ist sie. Um die Ecke rum hier. Alter. Oh. Das war nicht nett gerade. Nee, das habe ich auch das Gefühl gehabt. Der hat mich ordentlich erwischt. Was ist das hier? Oh, hey. Glaub ich, hast du eine Heilung raus? Ich. Jetzt hab ich sie eingepackt. Oh, ich hab meine. Ist doch egal, ich hab ja auch eben die ganze Zeit keine gehabt. Jetzt hat der heil. Ja. Ich hab das eine eingepackt, weil ich noch keine hatte. Aber warum ist der Stoffer jetzt heil? Weil er sich geheilt hat. Achso, okay. Lumberfitz, can you not see? This is the path. So. Can you not see? This is the path. Ich spring runter. Guck mal schön in die Modder. Ja, es sieht schon Modder so aus, als würde ich hier gerne drin rumspielen. Hier ist eine verwüstete Kunst. Oh, ich höre es. Ich höre schon irgendwas weiter. There's a runner in the shadow. Runner Baxter has die sagen auch tatsächlich. No more! Rattling's gone. Rattling gun is gone. Diesen britischen Akzent auch noch. Rattling's gone. Gone, my lord. As do I smell revolting. Da ist auf jeden Fall eine Heilung unten drin. Das finde ich ganz gut.
Also hier unten ist auf jeden Fall eine Heilung drin, weiß ich. Ja, ich stehe hier oben immer noch. Ja, ich auch. Ich sehe bloß, dass da unten der, die, das Fass, das, die Truhe leuchtet. Guck hier. Ach, da hinten noch. Na gut. Gehen wir ein bisschen weiter vor. Der Martin ist dort alleine. Krieg schon hin. So schade. Die einfachen Handlungen machen echt Spaß, wenn man so massig um sich rum hat. Ja, eigentlich brauchst du einfach alles weg, Nats. Man kann hier eigentlich auch eine halbe Stunde stehen und einfach nur auf den Trap einstehen. Das ist so satisfying, wirklich. Okay. Real Talk, Leute. Oh, da ist Run and Gunner. Und ein Dings, Guck es durch. Meine Brüder oder was? Kommt mir gleich noch über den Zaun gehüpft. Da unten war noch irgendwo so ein Dings, ne? So ein komischer Spezialtrank. Ja, hier vorne ist noch eine Heilung. Wo? Na hier. Zwei. Ach, da. Die Truhe hat schon so geleuchtet. Hat die mal hier eine. Hier ist noch ein Trank, Geschwindigkeit. In der Ecke. Freu dich. Oh, ist immer ganz nett. Bräuchte Munition für meine Pfeil und Bogen. Hier ist eine ganze Pfeil und Bogenkiste. Kannst du gerne die ganze Kiste mitnehmen. Ah, geil. Watch out for shield around the lumber fits. Dein gutes Erlebnis. Oh, Alter. Ich werde gehuckt. Ich bin gehuckt. Ja. Schick. Hey. Ey, diese kleinen Drecksratten hier. Ich werde auch noch hockeln. Ich komm jetzt gehuckt. Okay. Lala. Scheiße, warum hab ich gerade erst den nächsten genommen? Alles gut. Gut, hat sich aber geheilt. Ja, musste ich ja jetzt machen. So. Lag da in dieser Truhe vorne noch eine drin, diese, oder war das alles weg? Ich hab da keine weitere genommen. Ich hab immer noch meine eine in der Tasche. Nee, ist weg. Hat Markus bestimmt wieder hier, Hans, meine ich, genommen. Hans ist auch Martin. Ja, Hans Gruber hier ist unser Hans Gruber. Achso, ja, nee, Markus Gruber. Der freundliche NPC, da vorne ist er leider. Ach da, ja. So, die Nischen. Alles abgesucht. Alles schon abgesucht. Auch alles abgesucht, da gehst du links rein, ja, bin ich auch schon durch. Und da kommst du nur hinten raus. Ungünstig. Ja, ja. Uncool. Ja, ja. Hier, irgend so ein Dude ist jetzt dabei. So ein Dude. Ja, das mag ich an dem Spiel nicht. Dass man das. Wir haben es ein bisschen noch nicht gefunden, dass man das einstellen kann. Dass nur Freunde joinen können. Das finde ich an dem Spiel ziemlich blöd. Das Red ist weg. Ich bin ein unsozialer Mensch und ich spiele ungern mit Menschen zusammen, die ich nicht kenne. Ich mag das aber auch nicht. Martin ist da ein bisschen besonders, aber es ist in Ordnung. Ja, ich bin ein sehr unsozialer Mensch. Ich fühle das. Dafür hast du ja uns. Nee, aber ich bin genauso, ich mag das auch nicht. Weil die dann immer vorrennen. Und musst du hier mehr Dinge tun. Ja, oder sie kennen schon alles und laufen alle Ecken und
Ja, es mag ja hilfreich sein, um die Grimoire zu finden, wenn jemand dabei ist, der einfach nur durchrennt und sich als nicht mehr angucken muss. Aber für uns, die da so... Hier ist auch gemütliches Spiel, aber entspannt. Hier ist jetzt was aufgegangen, ne? Ja, hat ja jemand gerade einen Hebel gezogen. So, gar nicht gesehen, ne? Ja, ist auch nicht, aber... Jetzt geht's wieder los. Aber wir können hier in den Fahrstuhl schon mal rein, haben wir zumindest nach hinten den Rücken frei. Oder wollen wir schon runterfahren? Ich drück mal. Ah, oh, gut, die haben können, wir gerade den Rattling verpasst. Ja, der kommt mal. Ja. Ich hab wohl oben runtergesprungen. In irgendeine Nische kommen die schon reingekrochen. Ich hab meine Fähigkeit total vergessen gehabt. Dass ich da so reinspringen kann wie eine kleine explodierende Bombe. Wir müssen Türen öffnen. Ja, wir müssen aber auch erstmal die Dusche hier zerlegen. Genau, hier war wieder das blöde Rätsel, was ich nicht anfasse. Hast du erstmal die Wellen hier erledigt? Kommt da noch was? Ich höre hier so viel, aber ich höre nichts. Auch. Hier geht's wieder hoch. Bei mir sind jetzt wieder Dudes aufgetaucht. Das ist cool. Hat er jetzt eine Schmack? Sagen, wie oft soll ich denn noch auf ihn reinhämmern? Ich glaube, wir können weiter, glaube ich, hier in die Ecke rum. Er ist auch schon vorgeprescht gehabt, ein bisschen, dann kann man wieder zurück. So, dann lass uns hier weiter. Gucken wir mal. Der Stefan ist schon wieder angeschlagen, die Sau. Ja, ich verstehe es nicht. Bevor du dich heilst, einfach vor uns in der Nähe hinstellen, irgendwie. Ich hab keine Dings aktuell, keine. Ich könnte dich einmal heilen, wenn du willst. Das können wir auch gerne machen. Drück, nee, ich bin das bin ich, Jungs, den anderen daneben mit dem Bogen. Wie ging denn das? Einfach rangehen und heilen, ne? Das Heilenprinzip ist dasselbe, nur. Wo ist er denn jetzt? Ja. Ist das hier? Ja. Yeah, we're telling. Don't be haughty. Oh, und dann wäre ich hin. Ja, da sind die ins Tauben rausgeflogen gerade. Aus dem Arsch. Ja. Gut, keine Ahnung, warum er ständig Knöpfe drückt oder warum man das machen muss hier, aber. Auf der anderen Seite was aufgegangen. So, geht es die Mitte auch? Aber hier ist auch nicht. Was ist nicht das Ziel? Ja, die Mitte ist das hier. Oben ist jetzt was aufgegangen. Der Ding rennt das schon wieder weiter, Alter. Oh, hier geht was auf. Jetzt müssen wir hier so einen Kreis mit drei Zacken unten wahrscheinlich aktivieren. Ja, wir haben unseren Dude vergessen hier. Ja, der ist halt da. Wir müssen sowieso wieder runter und da irgendwie eine Tür aktivieren. Hier so einen Kreis mit... Echt? Na, anscheinend. Ich drück mal Kreis mit drei Zacken. Ja, genau. Okay. So, jetzt kann wieder hoch, dann müsste er die Tür aufgehen. Ich höre es wieder schon wieder zischeln. Da unten. Prinzessin.
So, mal gucken, ob die Theorie jetzt richtig war und die Tür auf ist. Juck, die ist auf. Oben in der Mitte. Er rennt schon wieder nach unten. Soll er doch. Wir rennen aber weiter. Follow me! Machen wir. Ja. Hier ist eine Heilung. Hier ist eine verwüstende Kunst. Oh, gut. Warte mal, wo ist Martin? Martin? Hin? Proof! Ich seh dich gerade nicht. Ach da! Ich hab mich gerade gewundert, wer da steht. Verwüstete Kunst, ja, keine Ahnung, eine Statue. Da hinten ist noch eine Heilung gewesen, die sehe ich. Hier hinten. Hier ist auch Munition. Oh, irgendwas. Oh, der Boss hier. Dieser Kanalisationsboss. Wow! Nee, das ist nicht der Kanalisationsboss, das ist einfach nur irgendein anderer. Wow. Da kommt eine Red Tessin an. Das Zeug ist hier, das burnt hier. Das burnt mich tot hier. Ah, ihr habt mich auch, wunderbar. Träumchen. Ich bin natürlich keine Heilung. Ja, warte mal, die hinten ist die schon weg? Die hatte ich aufgenommen. Achso, die hast du aufgenommen. Ja. Die eine da, die da lag. Alles schick, komm, passt schon. Hier ist noch die Munition. Ja, das ist. Ich weiß nicht, warum ich so kombustet bin. Ich bin auf einmal puff. Ja, weil das hat gebrannt und gegast. Hier ist ein Foliant. Oh, hey, ich nehm Foliant. Warte mal, okay, kannst du ich hätte den sonst genommen, dann hättest du meine Heilung gehabt. Ich hab auch keine. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Aber Hannes, sag ich schon Hannes. Stefan kann sich ja mal kurz heilen. Ein bisschen mehr. Ah, wir die Friedenstauben. Gut. Im Anus. Boah, dass hier immer diese Kanten so ein Müh zu hoch sind. Gab's hier hinten noch was? Da wollte ich auch gerade gucken. Yes, Fred. Naja, Cody. Ihr seid schon mal dabei? Ja, wunderbar. Ja, ich bin hinter dir. Ach, du bist. Ja, hinter mir gucken kann ich. Hinter mir gucke ich schon gar nicht mehr. Ich bin zu klein. So. Yes, we often hate those who remind us of ourselves. Keep moving. Look and wave, Doris. Eine Rattling. Ey, dieses räudige Vieh stand auch hier so an der Kante, ne? Ja, ja, hat gewartet. Hier sind doch wieder diese Geheimgänge. You might just be good at this, Tori. Ja, auch irgendwo hin. Ja, ich bin jetzt im Paralleltunnel reingegangen. Ja, da war ja nichts, oder? Nee. Doch. Führt ja auch nicht. Führt ja auch nicht zu selten. Oh, Vorsicht, da habe ich das Teil. Ja. Oh. Zusammenfinden hier. Kick me harder, sagt er. Ja, ich hab Grinsen in der Fresse. Come on, hit me harder. Ey, diese Charaktere. Ja, sind schon ganz nett mit ihren Sprüchen. Hier ist Munition in der Nische. Ja, Munition brauche ich. Aber der andere Dude liegt das öfter. Danke, danke. Ich dachte, ich erwähne es wenigstens einmal. Fettes. Thanks. You're welcome. Oh, jetzt, ehrlich, Alter.
Ich will die ganze Zeit runterspringen und im Sprung hat er sich immer an die Leiter geklammert und ist hier hochgegangen. Oh, hier hinten gab's auch irgendwas, ne? Hier links. Ich komme. Ja, ich komme auch. Hier ist oh ja, auf jeden Fall Munition. Verwüstende Kunst. Ja, gut. Sie ist sehr verwüstet. Ich könnte schwören, hier gab's irgendwo noch so einen Seitengang mit einem Trank oder. Ja, das wechselt ja immer durch, ne? Du bist mit einem Würfel. Ja, das wechselt immer durch. Manchmal. Hier sieht aber nicht nett aus. Session? Ja, eine Red Session ist auch da, aber. Ach, wenn ihr euch mal anguckt, was hier auf dem Boden liegt. Das ist hier alles nur. Oh. Schmu und Schmutz und. Hier müssen wir auch runter. Ja, ja, ich weiß. Hier ist eine Hai. Oh, das wird übel. So. Das wird übel. Na dann runter mit uns oder was? Ja, müssen wir. Geht doch nicht anders. Ich renn mal zur Heilung hin. Obwohl, brauche ich auch erstmal noch nicht. Geil, die Ratten halten erstmal Smalltalk, weißt du? Hier kommt doch jetzt noch so ein Ultra-Boss. Manchmal. Aber hier hinten liegt Ecke. Heilung rum. Runde Ecke. Hier liegt eine Heilung. Ja, ich komme wieder zurück. Das ist doch in die Ecke. Ja, Ecke. Weil die aus allen Richtungen kommen, das ist immer blöd. Ja. Ich muss an eine Wand stellen. Oder? Ich habe einen Schlüssel gerade aufgehoben. Aber. Oh, wahrscheinlich wird nicht viel. Irgendwas gehört hier, als wenn hier ein Großer kommt. Ja, wo hast du mal die Heilung genommen? Wo hast du einen Schlüssel gefunden, ist die Frage. Naja, das kann hier im ganzen Gebäude irgendwo noch Türen sein, die man öffnen kann damit. Also das ist jetzt nicht unbedingt immer gleich verwendbar. Folge der Leichenspur. Dann gehen wir doch mal hoch hier, oder nicht? Hier sind nochmal... Wir können doch hier schon raus hier. Geschwindigkeitstrank, hier ist auch nochmal so ein Trank. Hört ihr mir zu? Ja, du hast gesagt, wir können hier schon raus und nach oben. Wo denn? Ja. Wo müssen wir hin? Ja, hier in der Mitte ist doch hier so ein Weg hoch. Ist die Frage, ob du hier noch, dich noch heilen möchtest, oder? Ich habe jetzt eine aufgenommen. Ja, hier liegt noch eine. Ja, den... Dann kannst du dich heilen und, Wunderbärchen. Wunderbärchen! Ich sauge das mit auf, deine Heilung. Gleichfalls. Kann ja auch über die Zeit, aber auch sehr langsam. Da klaut er mir hier noch meinen Kill. Kommt da vorbei, von hinten angepirscht und macht den letzten Stoß hier. Ah, Pfeile, sehr gut. Oh. Und wieder. Hinter uns eine Red Ding. Gibt hier gar keine so richtige Ecke. Red Setter irgendwo. Hinter uns. Oben. Müssen. Also, wie es aussieht, auch hier runter. Ja, hier sind aber noch Nebenwege, die wir noch nicht gegangen sind. Ja, die wollen wir gleich gehen. Deswegen würde ich hier erstmal kurz warten und einmal die Welle besiegen. Hier geht's nicht weiter. Aber hier ist noch eine. Achso, nee, hier. Da kommen wir her, ne? Da kommen wir her, ja. Ja, müssen wir, gut, da gibt's keine Nebenwege. Okay. Dann runter. Wow, ich wollte gerade runterspringen, aber es ist ein bisschen nee. Zu.
Ich weiß nicht, ob es hier Fallschaden gab. Nee, Fallschaden nicht, aber dann wäre ich da unten alleine. Wäre vielleicht auch nicht unbedingt so nett. Wenn man nicht weiß, ob da eine ganze Horde steht. Hier ist wieder Munition. Munition, sehr gut. So, dann. Auf ins Getümmel. Hier ist ja auch schon wieder Endspurt, ne? Sei auch du ein Lümmel. Oder war hier die. Gab das hier, war das hier mit der Lore, die man hinterher schieben musste? Gute Frage. Ich glaube, hier hinter den Dings waren immer Heilung oder Foliant. Ah, da hat schon jemand eine. Hier ist noch ein Foliant drin. Ich habe meine Heilung abgestellt, also wer noch mal eine haben möchte. Da ist ein Gashack. Und da kommt jetzt auch schon wieder die Welle. Wo ist der Foliant? Den hab ich. Ach so, Martin und ich haben einen, aber da hinten ist eine Heilung, ich muss sie austauschen. Deswegen liegt da hinten eine Heilung. Da ist ein Gepanzerter. Ja. Wo ist er nicht? Hier ist noch so ein Krank der Konzentration. Ja, ich hab ihn gerade eingetauscht gegen Krank der Stärke. Ich habe ihn jetzt mal eingetauscht gegen was anderes. Ja. Gut. Ja, wunderbar. So, hier gehst du noch eine Leiter runter. Ne? Ja. Da gehe ich jetzt mal hin. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Naja, aber hier ist quasi ein anderer Pfad. Ich komm mal mit. Ahu, machen wir oben. Ahu. Und hier geht's wieder hoch. Haben wir die ausgetrickst? Ah, hier ist eine Heilung. Ach, genau, wir haben sie. Tatsächlich, wir sind sie umgangen. Die Maschine ist so lang. Dafür ist es da, damit man sie umgehen kann. Aber da lag noch eine Heilung, falls noch jemand braucht. Kasper, hier ist Munition. Ich höre es schon wieder zischeln. Ja, hat's gezischelt, hat's da zwischen den Augen. Nicht runterspringen, nicht runterspringen. Wow. Ich bin ja gerade mit runtergesprungen als Gegner. Ich hab nicht mitgekriegt, dass es gebrannt hat schon. Ach nee, nicht der Käse. Oh doch. Nicht der Käse. Oh doch. Was aber war denn so, die Kristalle zerstören und die Licht zerstören, ne? Ach, dann weiß das schon wieder alles genau. Na dann, go, 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 schreibt er. Die Bude rette. Schnell hier die Treppen hoch. Immer schön in den Todeskreis, auf eure Rücken aufpassen. Die Frage, ob wir nur durchhalten müssen oder bleiben innerhalb des Kreises. Achso, das war das Einzige. Überleben, Rücken frei halten. Der Teich in der Mitte ist giftig. Ja. Nein, wir haben ja schon fast den Viertel erledigt. Ja, dann bleiben wir bei uns im Rücken. Bleiben wir bei uns alle zusammen hier. Ich hab hier, glaube ich, eine Prinzessin gehört. Also Achtung. Hinter mir ist ein. Oh, oh, ich bin runtergeschmissen worden. Wo bist du denn? Ich muss wieder hochlaufen. Ich wurde gerade runter. Ich habe es noch nicht, oder was?
bin gleich da. Oh. Ja, in die Mitte kann man aber nicht gehen, da wird man auch total lahm. Testen. Heilen. Oh, scheiße, ich liege. Irgendwas hat mich gerade. Ja, der. Ja, der wurde schon wieder den Scheiß geschossen. Ja. Ich höre schon wieder zischen. Session. Alter, meine Energie schon wieder fast unverendet. Ja, das war bei dem Elfen immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Backling? Ja, irgendwie hat sie was gesagt, gerade mit Backling. Puck, hinter uns. Jetzt ist irgendwas passiert. Hier rauslaufen. Schnell! Lauf, Leute! Ja, er dasht erstmal vorwärts und lässt mich hier zurück. Nicht kurz bei links werden. Ich geb Rückendeckung. Zack, in der Safe Zone. Bam! Ah, komm. Das war aufregend. Der Mitspieler war doch sehr auch ein bisschen teilweise sehr spannend. Er hat gut mitgespielt, das stimmt. Der Bot ist ein ganz netter Bot. Das war kein Bot. Das war. Was? Da kein Bot? Das war kein Bot. Nee, das war doch. Mitte des Games war schon kein Bot mehr. Hast du es heute noch gekriegt, dass er kein Hans Bot ist doch, Hans Gruber ist doch raus. Ausgefallen aus dem Also der Tower. NPC, der NPC-Charakter von diesem Menschen heißt Hans Kruger oder so irgendwie so. Ich hab's nicht mehr beobachtet, das hab ich nicht gekriegt. Tod des Bürgers ist der Name. Aber egal. Bei Polian. Ich habe die Truhe des Händlers. Nee, des Soldaten tatsächlich sogar. No. Irgendwie hat sich's dahin. War er eigentlich auf Sendung? Ja. Ja, immer noch. Immer noch, also ein Video. Ja. Ja, das würde ich aber auch gleich beenden, nachdem ich den Loot gezeigt habe. Das reicht nämlich auch. Ich wollte auch wenigstens nochmal so eine zweite Runde zeigen, damit man so ein bisschen das Feeling nochmal kriegt. So, öffnen wir mal. Zack, blau. Und weiß. Alles. Noch nicht so prall hier. Also ich muss sagen, das ist so ein Spiel, was ich mega mäßig suchen könnte, aber es ist halt einfach kein Spiel, was man alleine spielt. Ja, definitiv. Also das ist schon etwas für mehrere Leute. Ja, also 2 ist auch ziemlich lahm, muss ich sagen. Also 3 oder 4 Leute, das hat schon eine gute Dynamik dann. Aber für weniger als 3 Leute ist das irgendwie dann doch. Ja, okay. Das fühle ich. Ja, es sei denn, man mag halt mit anderen Leuten zusammenspielen, wie unser Kollege, der gerade hier uns beigetreten ist, unbekannterweise. Grüße gehen raus. Genau. Falls er sich jemals wiedererkennt. Ja, ich glaube, das ist gar keine schlechte Waffe. Gucken wir mal. Irgendwas anderes Besonderes gekriegt. So ja, Hammer und Schild. Geil, ein Hammer und ein Schild. Heimwecker Grüße an. Was haben wir denn hier drin? Kampf gegen Heimwecker. Dieser Jack Pitto, genau. Grüße gehen raus an Jack Pitto. Genau. Für die Assistenz und so. Ja. Okay. Der erste Fan, der mitgespielt hat. War
unfreiwilliger Fan. Community, Community zocken. Unwissend in, als Fan deklariert. Jack Pillow ist der größte Fan von uns, ihr habt es gesehen. So, also... Er würde wahrscheinlich sein letztes Hemd von uns. Ja klar. Ich würde sagen, Leute, ich hoffe, ihr habt hier einen guten Einblick in das Spiel gekriegt. Das Video ging jetzt ein bisschen länger, aber wir haben auch wirklich 2 Runden gespielt. Ansonsten, was man eigentlich so im Groben erklären kann, haben wir im ersten Teil schon getan. Oder in der ersten Hälfte. Und ja, ich könnte ja mal sagen, wie es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es auch mal liken. Ansonsten, ja, Abo wäre ganz nett. Ihr könnt ja auch mal sagen, pass auf, wir würden gerne noch mehr davon sehen. Dann nehmen wir auch gerne noch mal ein extra Video dazu auf. Doch, gerne. Ne? Und gib mehr Geschnetzel. Immer mehr Geschnetzel. Eins der 10 Videos, die wir wahrscheinlich noch veröffentlichen würden. Eventuell. Hätten haben können. Also, schaut einfach wieder rein. Bis zum nächsten Mal.